Namaste, ihr Lieben, und happy, happy, happy day. Mein Name ist Danielle Janang. Heute ist Mittwoch, der 16.06.2021. Die Querzahl ist übrigens 18 gleich 9, Vollendung. Und ich gebe so glücklich gleich eine wunderbare Botschaft weiter. Von Sanat Kumara mit dem heutigen Tag. Denn genau das ist es, was ich spüre, ihr Lieben. Ich spüre, dass sich das Blatt wirklich dreht und wendet. Ich meine nicht das, dass im Außen die Maßnahmen jetzt zurückgehen. Ich meine nicht das, dass wir das Gefühl haben, alles normalisiert sich. Nein, das meine ich nicht. Ich spüre, dass sich das Blatt wendet, der große, große, in Anführungsstrichen, Kampf, Licht gegen Dunkel oder Dunkel gegen Licht. Und wir immer stärker mit dem Licht auf der Erde werden. Und dass vieles von dem, was angekündigt wurde, von vielen, die auf vieles prophezeit haben, nicht mehr so stattfinden wird. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass wir in einem guten Glauben bleiben, ja? Egal, was noch aufgefahren wird, in einem wirklich tiefen Glauben daran, dass wir das hier gemeinsam mit unserer Lichtkraft schaffen werden. Schaffen werden, diesen Planeten zu befreien. Dass wir es schaffen werden, hier und jetzt das göttliche Licht und die göttliche Liebe weiter zu installieren in diesem Aufstiegsprozess, mit all diesen Lichtkörperprozessen, die gerade jeder vielleicht oder viele haben und empfinden, inklusive meiner Wenigkeit, ja, mit meinem ewigen Lichtbauch. Also, ihr Lieben, es wird nicht lang, aber ich freue mich und ich sende dir diese Liebe, diese Freude. Und jedes Mal, wenn es dir nicht gut geht, schließ dich uns an, dieser großen Lichtgemeinschaft. Der Wendepunkt ist erreicht, Sanat Kumara vom 16.06.2021. Gott greift ein in das Geschehen. Menschen werden Menschen und alles andere, was nicht zu dieser Welt gehört, wird gehen. Der Wendepunkt ist erreicht, Sanat Kumara. Segen über die Menschheit, Liebe für deine Seele und Licht für deinen Geist. Darauf werdet ihr eingeschwungen, dadurch baut ihr einen Schutz auf und damit könnt ihr eure Aufträge vollenden. Segen über die Menschheit, von Gott, vom Erschaffer allen Lebens, die Urquelle allen Seins begleitet, behütet uns und inspiriert dich auf allen deinen Wegen. Liebe für deine Seele, von der Mutter allen Lebens, aus deren Schoß wir alle hervorgegangen sind. Du wirst genährt und erhoben, es wird geheilt, was eine Heilung bedarf. Licht für deinen Geist, aus der Einheit allen Seins, flüssiges, göttliches Licht fließt zu dir. Es inspiriert deinen Geist und bereitet den heiligen Boden für deine Taten. Gott ist auf Erden und bei den Menschen. Niemanden wird vergessen. Und die sich dem Lichte und der Liebe Gottes verschließen, werden sich erinnern zu einer späteren Zeit. Aus dem Traum erwachst du jetzt, in das Leben kehrst du jetzt zurück. Wochen sind wie Augenblicke, Tage sind wie ein flüchtiger Gedanke. Gott greift ein in das Geschehen.
Menschen werden Menschen und alles andere, was nicht zu dieser Welt gehört, wird gehen. Hört die Stimme eurer Seele, lauscht dem Klang im Inneren. Der Wendepunkt auf Erden ist erreicht. Segen über die Menschheit, Liebe für deine Seele und Licht für deinen Geist. Ich bin Anfang und Ende, unendliches Bewusstsein aus Liebe und Licht. Ich bin Sanat Kumara. Namaste, merci, bye bye, I love you, deine Danielle.